Jo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Fiesta Online. Wieder hier auf Skipper, obwohl wir eigentlich immer auf Skipper spielen. Fast immer, sagen wir mal so. So, wir sind letzte Woche ja, haben wir Daisy gemacht und jetzt müssen wir ganz normal weiter questen. Genau. Ich würde mal sagen, machen wir das auch mal, ne? Was haben wir noch was anderes zu verlieren? Ja gut, verlieren sowieso nichts, aber wir können uns neue Fähigkeiten kaufen. Genau, das habe ich ja letztes Mal nicht gemacht. Wobei, da waren wir auch noch nicht Level 51, sagen wir es mal so. Ah ne, das ist der Jäger, da haben wir ja nichts verloren. Wir müssen ja was bei den Zauberer kaufen. So, das können wir jetzt auf 53 kaufen. 53, 57, 51 und den Rest auch wieder 53. Genau. Alles klar, dann haben wir das auch mal gekauft. So, das aktivieren wir mal. Was waren das nochmal? Achso, Eisblitz. Manchmal so, tauschen wir die beiden um. So. So, genau. Also bei manchen Attacken lohnt sich das eher, das hier zu verwenden, als das andere. Weil hier, wenn man zum Beispiel Monster hinter sich her hat, dann geht diese Attacke schneller, weil die hier hat immer nochmal so ein, ja, in Anführungszeichen, wobei das hat ja so ein Zauberdauer, deswegen. Kann ich auch gleich mal zeigen. Wobei, wir werden die jeweils sowieso benutzen. Also von daher zeige ich das doch so oder so. Ich weiß auch nicht, was ich wieder für ein Bullshit rede. Aber scheiß drauf. Genau. Wir wollen den gerne auf Level 60 erstmal bringen. Das ist das nächste Ziel. So, was müssen wir nämlich machen? Ogre, Ogre, König, Kol, geschwächter Ogre. Ja, moin. Wir sind ja bei den Ogre stehen geblieben. Na, das ist eine gute. Na, doch nicht. Wobei, auf der anderen Seite geht es ja eigentlich, ne? Mit dem Ogre. Da ist auch noch mein Ogre 1 still. Wir brauchen nur 3 Stück. Ja, müsste eigentlich funktionieren irgendwie. Irgendwie. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf Level 70, weil da habe ich schon mal eine plus 10 Waffe. Ist ein bisschen schöner, als wenn ich hier mit einer plus 0 Waffe rumrenne. Das sind jetzt geschwächte Oma. Ogre meine ich natürlich. So. Anvisieren, ich kann es mal zeigen. So. Da sieht man, der hat noch so eine kleine Effektdauer, bis er die wirklich ausführt. Aber jetzt haben wir so viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn hier wieder? Ist ja wieder katastrophal hier mit mir. So, jetzt laufen wir bitte in Sicherheit irgendwo hin. Warum hauen die nicht ab? Das ist irgendwie gerade. Okay, jetzt hauen die ersten schon mal ab, wenigstens. Den können wir auch so verkloppen, das ist ja kein Problem. Hat der mich gerade gestunt oder was? Der benutzt nochmal die Fähigkeiten, Mensch. Dauerstun oder was? Mein Gott. So, der eine schon mal down, jetzt kommt noch der andere. Genau, sehen wir wieder, er hat halt so eine kleine Effektdauer. Und der hat uns gestunt, okay. 3 Sekunden. Mein Gott, geht das auf die Nerven ins Bann, ey. Genau, und das nächste, was ich nochmal andeuten würde, ist, wie ihr das vielleicht seht, ich habe wieder die andere Auflösung genommen, und zwar die 1920 mal 1080, weil ich glaube, so einen großen Unterschied macht das nun auch wieder nicht aus, welchen ich jetzt nehme. Weil bei dem kann man dann das Ganze nicht so flüssig sehen, bei dem anderen kann man das nicht so ganz so flüssig sehen. Von daher, dann kann ich halt so oder so besser spielen, wenn es so oder so Fullscreen hat, als wenn das bei mir so komisch eingequetscht ist. Das ist ja halt, ja, für mich so halt ein bisschen bequemer. Also von daher muss ich dann nochmal gucken, aber ich glaube, so spiele ich dann die ganze Zeit, weil es halt keinen Unterschied macht. Um den hier schaffen wir wenigstens gleich schon mal down zu bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Was sagt denn die Cooldown? 15 Sekunden und 15 Sekunden. Okay, die schon mal gleich. Habe ich, glaube ich, noch nie so richtig darauf geachtet, welche jetzt schneller ist oder langsamer. Aber jetzt weiß ich da zumindest. Und zwar sind die beide gleich schnell im Cooldown. So, hier brauchen wir nur noch 2 Stück. Also geht schon mal voran. Dann machen wir halt die Ogre jetzt in dieser Runde. In dieser Folge meine ich natürlich nicht Runde. Ich habe es aber auch mit meinem Versprecher hier, ne? So, wir machen das nächste Lied an. So. Weil die wollten wir ja eigentlich in der letzten Folge machen, aber da haben wir ja lieber Daisy gemacht. Wir brachten uns auch ein bisschen schöne Erfahrungspunkte, aber leider keine Augenschmuck oder so. Das ist ein Nachteil, aber auch nicht so schlimm. Also von daher. 2 Stück kommen schon. Dann müssen wir nochmal 7 Ogre hinterher töten. Ja gut, aber die werden wohl nicht das größte Problem sein. Geschwächte Ogre meine ich natürlich. Ne, die müssen halt wirklich kein Problem werden für uns.
Weil die gehen da viel schneller down und so als diese ganz normalen Ogre, weil die sind wirklich scheißlich. So, dann bin ich 52. Was habe ich mit 52? Keine Ahnung. Also irgendwann müssen wir auch diese Lichtfibis töten, so wie die Fledermäuse da hinten. Aber wann genau? 52 oder 53? Aber ich glaube 52, oder? Boah, keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung wann. So, von der 1 zumindest schon mal 6 Stück. Ja, guck mal, es geht voran. Es geht voran in der Folge, das ist schon mal sehr schön. Auch wenn schon wieder fast die Hälfte der Zeit um ist, aber egal. Mein Gott, geht die Zeit schnell vorbei. Das ist ja wirklich, wirklich grauenvoll. Man fängt erst an und sagt, sie sind schon 6 Minuten vorbei. So, guck mal, das ist schon mal der letzte Ogre. Dann können wir uns mit dem geschwächten Ogre schon mal hier dahin gehen und die töten. Wobei, aber nicht mit dem Ogre gleichzeitig, der wäre nämlich sehr, sehr doof. Das wäre nämlich ein sehr großer Fehler, wenn ich das machen würde. Genau, für solche Situationen würde ich dann halt eher das andere benutzen, bevor uns sogar zweimal schlägt, wenn wir diese eine Fähigkeit, ja, machen. Chaka, da haben wir die schon mal fertig, dann machen wir nochmal 6 Stück von denen, weil die gehen halt wirklich viel schneller. Und sind noch ein bisschen besser als die anderen. Deswegen machen die auch mehr Spaß als diese ganz normalen Ogre. Ja gut, hätte die vielleicht plus, so ein plus 12 Zepter, dann ja, ging es halt vielleicht ein bisschen schneller. Genau, Ogre-Medizin, das ist ja eine versteckte Quest. Kann ich ja später annehmen oder mit 52, glaube ich, sogar erst annehmen. Aber ich glaube, hier müsste man das ja wissen eigentlich. Aber für die, die es noch nicht wussten, wenn ihr das zufällig droppt oder so oder seht, oh, das ist wurde von irgendeinem gedroppt, hebt das auf und dann bekommt eine versteckte Quest. Ich glaube, man levelt so oder so hier viel zu schnell, aber egal. Man kann ja nie genug Quests haben, um noch schneller zu leveln. So, ich glaube, diese geschwächten Ogre, die geben 10%, falls ich mich nicht irre, oder? Irgendwie so mit einem Dreh. Die ganz normalen Ogre geben aber sehr viel. Zumindest die eine Quest, die gibt wirklich sehr viel. So, da kommen wir ein bisschen mit. Ich habe keinen Bock auf Stress mit dem anderen. Chaka. Dann geben wir mal alle Quests mit dem Ogre ab. Genau, da nehmen wir schon mal ein Level ab. Jawohl. Und mit 52 hat man die ersten schon mal. Okay. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch schon mal an. Und das auch schon mal Lichtkristall. Ja. Alles klar, mit Level 52 hat man die dann. So, die machen wir nicht. Die machen wir auch leider. Müssen wir ja machen. Komm, die erste Quest nehmen wir auch mal an. Die, ich glaube, die gibt am meisten von allen anderen. So, wir wollen Ruhmen haben, ist ein bisschen besser. Und nö, noch einmal will ich die nicht machen und die gibt wie viel? Ja, die gibt mir was? Die gibt nur so wenig. Mein Gott, von wem war die denn? Ja, jetzt weiß ich mal nicht, von wem die war. Glück gehabt. Sonst hätte er es noch ein bisschen Anschluss bekommen hinterher. So eine Frechheit, ne? Irgendwie 2% oder 3% hat die jetzt gegeben. Ach ja, wir sind Level abgekommen, ne? Ja, schön am Endskillen. So, was wollen die denn? Ey, mein Gott. So, da ist schon mal dieser Ältere. Den brauchen wir auf jeden Fall, aber nicht mit so vielen. Warte mal, komm mal, den lock ich mal mit. Den brauchen wir halt. Der alte Sack. Nein, Scherz. Über ältere Leute machen wir sie nicht lustig. Nee, nee. Mein, jetzt haut doch mal bitte ab. Bitte, bitte, bitte. Ich will doch nicht hier haben. Versteht ihr das denn nicht? Wir verstehen die nicht. Hm. Die hitten mich ganz schön. Da haut der nächste zumindest auch schon mal ab. Den habe ich jetzt gemisst. Sehr doof. Ne, der eine Ogre will nicht abhauen. Ich glaube, den schaffe ich sogar noch down zu bekommen. Irgendwie. Ja, mein Gott. Was wollen die denn von mir? Oh nein, das ist doch ein Witz. Mensch. Das nächste Mal gehe ich nach Uruga. Ganz ehrlich. Damit ich die immer loswerde. Ey. So, das hat jetzt nochmal den ganzen Spaß wiederholen. Das Ganze. Guck mal, wie brauchen wir den Königs. Eselzahn. Warum Eselzahn? Wie kommt man denn auf diesen Namen? Dann haben wir da eine 1100. Oder hatten wir vorher keinen Buff drin? Boah, keine Ahnung. Ne, ich glaube nicht. Ja, gut, dann müssen wir uns so oder so da durchschlängeln.
Aber ich glaube, wenn ich alle einzeln verkloppe, dann geht's, oder? Boah, die hauen so viel. Wieso können wir das nur schaffen? Nicht mehr ernsthaft. So, dann haben wir die schon mal los, die ersten. Dann nochmal nach hinten. Und jetzt können die eigentlich die ganzen ungestört töten. So, guck mal, den einen nehmen wir mal mit. Den jüngeren. Den brauchen wir halt auch. Wir machen wirklich so wenig Damage, das ist doch nicht mehr normal. Naja, was soll's. Darauf freue ich mich mehr auf Level 70. Oh, ho, 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 ho. Ich stehe da nur so doof rum, Alter, mache nix. So, jetzt hat er zumindest den Slow drin, ne? Mensch, als Jäger ist das so chillig, ey, du kitest die einfach hinterher. Ich sollte mir doch lieber Jäger machen, ganz ehrlich. Als ein Mage, aber egal. Aber, achso, wir haben so noch eine Ogre-Karte. Ja, dann machen wir auch mal direkt auf. Geschwächter Ogre, haben wir die nicht schon? Sind gleich, ja komm. Ich hätte mir, glaube ich, doch lieber einen Jäger machen sollen. Der ist viel einfacher. Vorhin kitest du dann einfach nur durch und fertig. Und hier musst du, ja. Naja, was soll's, dann ist es halt leider so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest mal. So, da war ein sehr schöner Crit. Wir müssen uns irgendwie nach vorne kämpfen. Irgendwie. Weil vorne müssen wir ja den einen Typen wieder töten. So, 4 von 15 und 3 von 10, okay. Also ich glaube, das sind jetzt beide WDHs, oder? Glaube ich jetzt mal. Dass es beide WDHs sind. Da haben wir nochmal einen Backenzahn. Wir brauchen 15 Stück davon, okay. Ja, wobei, ich glaube, das eine ist eine Vorquest und das andere ist dann die WDH und dann brauchen wir auch 15 Stück, würde ich mal so sagen. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. Wobei, hoffentlich unbedingt, aber ich würde mal sagen, das ist halt so. Das ist noch ein ganz normaler, da hinten ist er. Okay, natürlich nehmen wir zuerst den hier. Guck mal, diese wunderschönen Crits hier. Besser geht's nicht. So, der nächste. So, dann guck mal, da ist der älteste. Dann müssen wir den nochmal. Oh mein Gott, so wenig getroffen haben. Alter Schwede, den treffen wir ja fast gar nicht. Jetzt aber, ja. Kann lustig werden. Und hier ist nochmal ein Königseselzahn. Warum heißt er bitte Eselzahn? Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist ja die Ableitung Esel von denen. Die Vorfahren oder so, wer weiß. So, lauf mein Lieber, lauf. Ah, Mist. Mein Gott. Also, für ein Mage ist auf jeden Fall ein Buff sehr wichtig. Aber das Schöne ist zumindest, dass hier sich keiner einmischt. Das ist das sehr Schöne dran, ne? Dass wir hier ganz in Ruhe unsere Kreise laufen können. Ohne irgendwelche Probleme. Den haben wir zumindest gleich schon mal tot. Dann kommt noch mal der andere. Was ist denn der andere nochmal? Der mittlere. Das ist jetzt, achso, der ältere. Achso, das ist ja der älteste von den dreien. Dann kommt nochmal ein älterer. Alles klar. Und dann weiß ich das auch schon mal Bescheid. So, endlich. Den haben wir getötet. Und wir sind schon bei 15 Minuten. Ein bisschen muss ich auch abziehen. Und davon haben wir jetzt wie viel? 7 und 10. Aber wie man sagen, machen wir diese Quest zu Ende in dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir dann mit der anderen Quest weiter. Weil ich will jetzt ungern bei einer Quest mittendrin einfach aufhören. Und deswegen gucke ich halt auch meistens, wo wir gerade sind, welche Quest wir gleich abschließen können. Um die Folge dann perfekt zu beenden. So, genau, die können wir auch schon mal. Auch so, dass wir immer einen wieder mehr haben. So, 9 und 13, guck mal. Mindestens 9 Stück noch. Ja, 9, ja, genau. 2 meine ich, nicht 9. So, jetzt vielleicht nur noch einen töten, dann haben wir das fertig. Dann müssen wir nochmal kurz nach hinten reiten. Um einen sicheren Platz zu machen und einen Thumbnail wieder. So, jawohl. Die Quest haben wir abgeschlossen. Und auch nach da hinten. So ein bisschen Sicherheit bringen. Guck mal, dann haben wir da direkt neben dem Kessel, können wir direkt einen Screenshot machen. Sehr schön.
So, dann gebe ich nochmal kurz die beiden Quests ab. Da ist das meine WDH. Wir holen uns wieder die von Rumen. Ja, wir nehmen die mal an. Die geben wir auch mal ab. Und haben sogar noch ein... Genau, 15 Stück wieder. Teil 3. Jo. Nehmen wir auch mal zur Sicherheit an. Und wir die machen, diese andere Sache. So, ich würde dann aber mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn einer, gibt einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, warum das so ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.